Die Sowjets lehnen den Plan für ihr eigenes und alle von ihnen besetzten Länder ab. Damit auch für die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands, die auf diese Weise von den drei Westzonen in wirtschaftlicher Hinsicht abgeschnitten wird. Ludwig Erhard zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Die Resonanz, die dieser Übergang zu freieren Formen der Wirtschaft in unserem Volke gefunden hat, beweist nur, wie gründlich satt es dieser staatlichen Bevormundung ist. Wir waren auf dem besten Wege, die Demokratie zu Tode zu kommandieren und die demokratischen Grundrechte unseres Volkes zu einer Chimäre werden zu lassen. Erst wenn diese Rechte wieder Ausdruck finden in einer freien Berufswahl, in der freien Wahl des Arbeitsplatzes und vor allem in der Freiheit des Konsums, können wir erwarten, dass das deutsche Volk wieder aktiven Anteil an der politischen Gestaltung seines Schicksals nimmt. Der deutsche Staatsbürger wird erst dann wieder zu seiner Würde zurückfinden und sich aus innerem Erleben zur Demokratie bekennen können, wenn er in keiner Amtsstube mehr den Rücken zu krümmen braucht. Und ihm dazu zu verhelfen, werde ich als meine vornehmste Aufgabe ansehen. Im Frühjahr 1948 trifft Adenauer ein weiterer privater Schicksalsschlag. Am 3. März stirbt seine zweite Ehefrau Gussi an den Folgen einer Blutkrankheit. Adenauer stürzt sich jetzt noch mehr in die Arbeit. Trotz seiner 72 Lebensjahre wirkt er wach und agil. Anders als viele Politiker seiner Zeit, die sich gerne lautstark und aggressiv gebärdeten, wirkt er ruhig und würdevoll. Seine politischen Ziele formuliert er kurz und präzise. So ist seine Vormachtstellung innerhalb der CDU unumstritten, als die drei westalliierten Militärbefehlshaber die Ministerpräsidenten der 11 westlichen Länder auffordern, bis zum 1. September eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die eine demokratische Verfassung entwerfen und einen Bundesstaat errichten soll.